Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 1.8 ohne Gräben. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Irgendwie hat mein OBS Studio gar nicht aufgenommen und ich sammle mir hier den Mund fusselig und erzähle euch was und frage euch Sachen und weiß überhaupt nicht mehr was. Sorry, habe ich nicht gesehen. Also ich gucke gerade rüber und wollte wissen, wie lange die Aufnahme schon läuft. Und ich sehe, läuft noch gar nicht. Sehr peinlich. Also ihr habt jetzt ein bisschen was verpasst. Wir haben Kuchen haben wir zu McDonald's gebracht, haben damit ungefähr 1 Million Euro eingenommen. Jetzt haben wir, habe ich Brot und Backwaren, habe ich zu Aldi gebracht, die verkaufen gerade, deshalb läuft oben die Gelduhr wieder hoch. Wir waren auf 350.000 Euro runter, weil ich zwei Felder gekauft habe, Feld 15 und Feld 19. Feld 19 ist gerade fertig gedüngt, Feld 15 wird gerade gedüngt und wir fahren jetzt mal Richtung Hof zurück. Ich habe mich mal dazu entschlossen, hier bei der Dingensproduktion vorbeizufahren, hier bei der Holzproduktion, um einfach mal hier nach dem Rechten zu sehen. Okay. Ich will hier einfach nur mal eben ein bisschen aufräumen, dass die Produktionen hier auch vernünftig laufen. Und ich glaube, ich werde auch gleich einfach mal Pellets mitnehmen und Pellets verticken. Weil, was soll das? Pelletfabrik läuft, die ist nicht voll, aber sie läuft. Und wir können aber ja hier parallel mal eben ein bisschen die Produktionen aufräumen. So. Weiter kann ich ja auch hier rumfahren. Ich will das da hinten hinstellen. Und dann fahre ich zum Pelletlager, was ja da vorne ist. Was wir ja schön umgebaut haben. Umgebaut, was wir im Prinzip aus einem war das Wolle-Lager, Holzbretterlager, weiß ich gar nicht mehr. Gibt es ja auch ein Tutorial. Also wenn ihr gucken wollt, ne, hier vorne steht ein Pelletlager. Hier werden Pelletpaletten gelagert. Und ich fahre jetzt hier einfach mal vor und sehe mal zu, dass ich hier welche rauskriege. Objektgröße. 87 Stück sind da drin. Und jetzt werde ich davon mal so viel wie möglich rausholen. Und jetzt guckt. Wah! Wahnsinn, wa? 32 Pellet-Paletten. Geil. Der Teil ist schon aufgeladen. Und dann nur vernünftig hinfahren, dass er die alle da wegholt. Ja, wo auch immer. Wie auch immer das jetzt zustande gekommen ist. Ja, werde ich nie verstehen wahrscheinlich. Bin ich wahrscheinlich zu doof für. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wie viele Paletten passen hier jetzt noch drauf. Eine Palette. 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es passen noch 12 und 4, 16 passen da noch drauf. Fragt mich nicht, wie ich das gerechnet habe. Ich habe es einfach gerechnet. Ich dachte, 16 Stück passen da noch drauf. Das war jetzt doof von mir. Die habe ich jetzt wieder eingelagert. Ich muss jetzt hier eine wieder spawnen. Zack. Auch schon direkt aufgeladen. Ja, Hänger ist voll. Super. Also ich brauche das jetzt nicht, das Geld. Aber warum sollen die hier weiter rumlagern? Wenn ich eh weiter produziere. Also, ne, macht keinen Sinn, finde ich. Daher fahren wir jetzt mal zum Heizkraftwerk und verkaufen die Pellets da.
da los? Und das produziert auch alles noch. Sehr schön. Ich will einfach sicher sein, dass die Produktionen vernünftig laufen. Hier müsste dann auch... Hey, der hat kein Wasser mehr, ne? Ja, irgendwie mein Cosplay-Fahrer hier, der funktioniert ja irgendwie nicht mehr. Ja, fahren wir mal Richtung Heizkraftwerk da hinten und verkaufen mal die Pellets. Sind wir auch ruckzuck wieder bei... Na, guck mal, da oben läuft die Uhr hoch. Immer noch und immer noch und immer noch. Mit unserem Brot und mit den Backwaren bei Aldi. Und jetzt auch schon über 1 Million. Ja, Pellets kriegt man nicht viel für, aber immerhin besser als nichts. Ja, mit 2 Millionen kann ich mir auch noch wieder ein Feld kaufen. So, Feld 17 zum Beispiel, was hier gleich links von uns war. Das haben wir ja noch nicht. So ein kleines Feld kann nicht teuer sein. Das wäre sowas, was man tatsächlich mal in Betracht ziehen könnte. Da müssen wir mal schauen. Ja, Leute. Die Produktion da, die gucken wir uns auch gleich mal an. Ah. Der Verkaufsbereich hier ist ein bisschen größer geworden, scheint mir. Wie hat er das denn gemacht? Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Guck mal, jetzt kann ich nämlich hier so schön parallel nebenfahren und kann hier einen kompletten Anhänger rein verklappen. Zack. So, das soll jetzt erstmal reichen. Ich steige hier erstmal eben aus und guck mal eben, was hier die Holz... Quatsch, die Kartoffelfabrik macht. Wie es denn hier mit der Produktion aussieht. Kartonpaletten sind kaum noch da. Speiseölpaletten sind da. Kartoffelpaletten sind nicht da. Das heißt, wir müssen Kartoffelpaletten machen. Das heißt, wir müssen Kartoffeln haben. Ja gut, kann man ja alles machen. Kartoffeln sind ja jetzt kein Hexenwerk. Also geht's ab zurück. Zurück zu Lück. Nein, wir fahren jetzt erstmal Richtung Hof. Wobei das vielleicht auch gar nicht so clever ist. Vielleicht sollte ich einfach mal eben erstmal hier stehen bleiben. Und erstmal gucken, was denn hier an den anderen, was an der Mehlfabrik los ist. Produziert keiner mehr. Platz wäre noch zum Produzieren. Ist kein Mehl mehr da. Kein Getreide mehr da. Ja, okay. Das ändert sich. Finde ich jetzt nicht schlimm. Kann ich mitleben. Zellstofffabrik. Wie sieht's da denn aus? Am Arbeiten? Du bist am Arbeiten, ich hör's. Oh, okay, alles gut. Wo wir gerade hier oben sind, können wir auch gleich bei der Zuckerfabrik gucken. Wie es da aussieht. Auch am Arbeiten. Da sind auch noch Plätze frei. Auch gut. Super. Und
Preisklasse. Oder... Oh, Tisch ist voll. Diesel ist noch da, aber nicht mehr viel. Ja, müssen wir hier erstmal Fisch, ne, wegräumen. Sonst wird ja nichts mehr hier. Wo gibt es denn was für Fisch? Fleisch. Ja, Fleisch haben wir nicht. Fisch, 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 Fisch. Fisch, wo ist Fisch? Ich sehe Fisch nicht. Bin blind. Habt ihr schon gefunden? Wahrscheinlich schreibt ihr schon in die Kommentare. Blindfisch. Apropos Blindfisch. Wo ist denn hier Fisch? Ah, Jungfra. Sieh's nicht. Fisch, McDonald's, super Preis. Ja, ey, Leute, gar keine Frage, würde ich sagen. Oder wie man so schön sagt, da nervt mich ja schon die Frage. Brauche ja gar nicht lange überlegen, wo ich da hinfahre. Dann fahre ich jetzt zum Hafen. Mein Gott. Wie doof von mir. Wie doof von mir. Jetzt sind wir gleich bei 3 Millionen. Krass. Wollen wir schon überlegen, welches Feld wir uns als nächstes noch kaufen. Irgendein großes. Ich habe auch noch so viel Bier hier stehen. Super. Können wir auch noch alles verkaufen. Und warten nicht auf Höchstpreise, sondern wir verkaufen, verkaufen, verkaufen jetzt erstmal. Alles, was wir irgendwie produziert haben, in Massen, das verkaufen wir. Und werden reich. Kaufen uns Felder und Felder und Felder. Und dann schauen wir mal, wie viel Ernten wir die noch schaffen, bis LS19 rauskommt. Ja, ich mache da jetzt auch keinen zu großen Hype drum, also hoffe ich. Ich hoffe, dass euch das nicht auf den Sack geht, wenn ich hier von LS19 rede. Oh, ups, der sieht gut aus. Ja, sondern, ich meine, er wird kommen, ganz klar, zum Herbst hin. Alles gut. Schauen wir mal, wie wir das machen. So, ab zu McDonald's und Kohle machen. Kohle machen, Kohle machen, Kohle machen. Das wird auch die letzte Aktion für heute sein, hier im Let's Play. Mal eben den dümmsten Weg raussuchen. Und, ja, was soll ich sagen? Ihr
Es kommt davon, wenn man zum Aufnahmefenster rüber guckt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne Kommentar, Like, Abo. Freut mich. Hilft mir auch. Also auch Kommentare, gerne auch mit konstruktiver Kritik. Ja. Heute Abend Livestream 19 Uhr. Schaltet ein hier auf meinem Kanal. Seid herzlich willkommen. Ja. Kommentiert, schaut es euch an. Kleinere Truppe als sonst. Wahrscheinlich, aber das macht ja nichts. Trotzdem kann es lustig werden. Ja. Und jetzt muss ich bloß gleich mal gucken, wie ich denn hier am dümmsten. Am dümmsten ablade. Hier mit meinem tollen Gespann. Komme ich da rum? Moin! Eine 9er Chicken und einen großen Erdbeershake, bitte. Danke. Jo, du stehst im Weg. Druckerei habe ich noch gar nicht bearbeitet. Naja, ich wollte gucken, was Bier bringt. Bier ist, glaube ich, gar nicht so teuer im Moment. Fangen wir unten an zu gucken. Ja, wie gesagt, ja, ich wiederhole mich. Das war's für heute. Bierkasten am Stadion. Und Bierfass auch am Stadion. Ja, das passt ja. Dann bringen wir das da gleich hin. Guckt heute Abend rein. Morgen ist wieder 2 Folgen am Sonntag. Ich sag erstmal ciao. In diesem Sinne, bis denn.